zu Bett, Mr. Camorgeon. Sie kennen freie Nacht. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ach, Alfred, mach dir auch nicht immer so viel Sorgen. Alfred, was ist los? Ich fühle mich furchtbar, Sir. Ich habe Ihnen für heute Abend so einen schönen Schinken zubereitet. Kennen wir schon, ja. Ich fühle mich auch furchtbar, Alfred. Ja, stimmt, als ich das letzte Mal gesagt habe, habe ich mich wirklich furchtbar gefühlt, wegen Krankheitschicken. Ja. Ja. Egal. Gehen wir zum GCPD. Yay, wir brechen ins GCPD ein! Und das heute am 1. April. Auch wenn für euch überhaupt kein 1. April mehr ist. Zur Zeit, wo das Video hier für euch erscheint. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Der 1. April sollte eh abgeschafft werden. Manche Pranks sind nicht lustig. Master Bruce, seit dem Mord an Loeb wurde die Sicherheit auf allen Wachen verschärft. Sie müssen einen Weg finden, unbemerkt hineinzukommen. Sonst schaffen sie es nie in den Serverraum. Verstanden. Danke. Unbemerkt! Och, ich wollte jetzt eigentlich durch die Vordertür gehen. Was tut Batman ja nicht? Gehen wir halt übers Dach. Hallo. Oha, Mr. Scharfschütze. Wir werden nicht bezahlt. Nichts da. Ich krieg mein Geld, so oder so. Marx hat den Kerl gerade im Verhör. Willst du nachher hin und ihn ein bisschen vermöbeln? Ja, das habe ich vor. Mir gefällt, wie du denkst. Ja. Ich weiß genau, von wem sie sprechen. Ja. Ich habe so ein Grinsen auf den Backen. Da kommt meine sadistische Ader wieder hoch. Jetzt gibt's Ärger. Oh. Du bist Geschichte. Dass sie sich immer genau in dem Moment umdrehen. Nee. Ich wollte eigentlich hier alles stillklang und heimlich machen. Mano. Herrsche. Dafür müsstet ihr eigentlich leiden, ne? Obwohl. Kletterst du da jetzt hoch? Kletterst du da hoch? Nö. Chicken, vor allem da ist die Leiter. Er geht in Richtung der Tür. Ja, vielleicht möchte er die Wand hochklettern. Seid alles Ärsche. Also lasst mich euch in euren Arsch treten. Schön, dass die Tür gesichert ist. Komm, bevor du irgendwo hingehst. Doch nie was. Also, nee, dann machen wir es anders, komm. Ich wollte eigentlich an den Wassersperren aufhängen, aber
gegeneinander geprallt. Boing. Boing. Gute Nacht, Jungs und Mädels. Menno. Sie waren gemein zu mir. Stufenaufstieg. Elmin Mu. Rauchbombe. Rauchbombe oder Frequenzzünder? Ja, ich werde im GCPD sicherlich noch einige Level-Ups bekommen. Die Frage ist, wann kommen die Typen? Ich weiß es echt nicht mehr. Das könnte ich gut fürs übernächste. Ach komm, lass mich eher eiskalt entdeckt haben. Erhöhte Rauchmenge. Mehr Rauch heißt mehr Rauch und mehr Rauch ist immer schön. Also man ist, naja, nicht Raucher. Und hat Abneigung gegen ein verbessertes Steuerungssystem. Ja, dagegen hat man Abneigungen als Nichtraucher. Erhöht den Wirkungsradius jeder Rauchbombe. Der Benutzer kann sich so mit einer einzelnen geworfenen Bombe weiter im Verborgenen bewegen oder mehr Gegner verwirren. Wobei... Ach komm. Ja. Ja, wobei, Chicken. Hast du vergessen, was du bei der kommenden Jägerbegegnung machen musst? Hier mit Rang 5. Wow, wow. Rotes Licht. Ja, wie haben wir in... War das vorher auch... Achso, das ist der Schütterungszünder. Ja, das ist auf die Rauchbombe gehalten, aber nein, das ist die Rauchbombe checken. Dreckskerl! Hey, hast du das gehört? Ja, wahrscheinlich wieder eine geplatzte Leitung. Würde mir das ja liebend gern ansehen, aber weißt du, meine Schicht ist vorbei. Los. Es wird nicht einfach. Aber wenn ich auf die Verbrecherdatenbank zugreifen und erfahren will, was in den Lacey Towers passiert ist, muss ich den Serverraum finden, ohne entdeckt zu werden. Batman, du unterbrichst schon wieder NPCs. Was ist? Wollt ihr nicht aus dem Aufzug aufsteigen? Oder ist das noch nicht eure Etage? Oder wartet ihr darauf, dass Batman runtergeht? Wollt ihr jetzt aussteigen? Nö, ihr wollt einfach nur den Aufzug behindern. Wiederherstellen. Oberste Priorität ist es also, die Fledermaus zu schnappen, bevor die Killer ihn erwischen. Also, je später die Stunde, umso verzweifelter werden die Killer und wenn er dann noch da draußen ist, umso mehr Schaden anrichten bei dem Versuch, ihn zu finden oder anzulocken. Also gut, wegtreten. Erstmal Anstandsklatschen. Yay, Gordon blickt durch. Nein.
Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. James Gordon! Keine Ahnung gerade, wofür das W steht. Check News wieder super vorbereitet. Hauptsache bei Cobblepot wusstest du, für was das C stand. Beruf Polizeikapitän. Ach nee, ich dachte, er wäre Feuerwehrmann, deswegen ist er hier beim GCPD. Standort Gotham City, Augen blau, Haare braun, Größe 1,83, Gewicht 82 Kilo. Einer der wenigen ehrlichen Polizisten Gothams. Und das will schon was heißen. Kompromisslos und regeltreu. Die Korruption innerhalb des GCPD gefährdet seine Karriere und potenziell sogar sein Leben. Nein! Sein Leben, dabei lebt er doch noch in 11 Jahren. Zu Zeiten von Arkham City. Wir haben ihn ja gesehen. Gordon wurde zum Leiter des Sonderkommission Selbstjustiz ernannt und nimmt seinen Auftrag, den Batman hinter Gitter zu bringen, sehr ernst. Die Polizei betrachtet Batman nicht als Freund. Und er sollte bei jedem Kontakt mit Polizeibeamten höchste Vorsicht walten lassen. Besonders, weil viele von ihnen selbst Kontakt zur Unterwelt haben und für Black Mask oder den Pinguin arbeiten. Gordon hat in dieser Hinsicht eine weiße Weste. Deswegen dreht er gerade blau. Aber es bleibt abzuwarten, ob man ihn trauen kann. Ey, Chicken, das sagt man halt so, wenn man, ne? Aber die ist das 8. Neue, aber das... hatten wir ja schon gehört. Das ist doch das gleiche, oder? 10. Januar, 8. Ja, das ist das gleiche wie in der Gruft. Noch was? Wie sie da immer noch stehen und klatschen. Na los, Jungs, bewegt euch. Weg mit euch. Show ist vorbei. Naja, sie sollten den Tatort sicher nicht quatschen. Kein Wunder, dass die Fledermaus sie überrumpeln konnte. Sag ihnen, sie sollen das nächste Mal die Augen aufhalten. Echt mal. Du kannst direkt auch mal die Augen aufhalten. Sein, Sir. Das sind Angestellte der Stadt. Sie sind so korrupt, wie man sich nur vorstellen kann. Und mir im Weg. Ich wünschte, Sie würden Ihr Vorgehen überdenken. Sie wissen nie, ob Sie Ihre Hilfe noch einmal brauchen. Jedenfalls ist Ihr Ziel der Serverraum. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Echt mal, Betsy. Delta 6-1, Kanal 7, bitte. Delta 6-1, Kanal 7. Zum Totlachen! Ja! SWAT Division. Pinguin Gang. Was anderes, was ich nicht lesen kann. Black Mask Mafia. Ach, das soll Bane heißen. Habe ich nur erkannt wegen der Maske da. Das soll Bane heißen. Wanted. Bestes Warnungsplakat ever. Und die haben die Galgenmännchen gespielt. Ist aber nicht nett. Vincent Falcone. Hm. Hey, Trick, wenn du es ähnlich lesen kannst, wieso gucken wir uns das überhaupt an? Keine Ahnung. Weil wir es können. Weil wir es können. GCPD New Year's Eve Party! Ein 30. Dezember. In my alibi. Wollen wir mal sehen, ob die wirklich steigt. Policeman's Charity Winter Ball. So korrupt wie die hier sind, machen die Charity? Und wieso sind die Kippen noch an?